Sie hat ständig Angst um ihr Leben, denn sie erhält seit Jahren Todesdrohungen. Sie lebt unter Polizeischutz und wechselt permanent ihren Wohnort. Sabatina James, vom Islam zum Christentum konvertiert. Haben wir in Deutschland mittlerweile afghanische oder pakistanische Verhältnisse? Müssten auch hierzulande Konvertiten um ihr Leben fürchten? Dies ist heute das Thema im Forum am Freitag. Sabatina James, das ist nicht ihr richtiger Name. Den nahm sie erst an, als sie Christin wurde, vor vielen Jahren. Da lebte sie noch bei ihren Eltern in Österreich. Die waren von Pakistan nach Europa ausgewandert, um hier zu leben und zu arbeiten. Irgendwann wollten sie die junge Frau mit dem Cousin in Pakistan verheiraten. Sie widersetzte sich der Zwangsheirat und brach mit dem Elternhaus. Seitdem hat sie keinen Kontakt mehr. Wegen ihrer islamkritischen Haltung bekommt sie oft Drohungen und lebt daher unter Polizeischutz. Wir treffen uns deshalb an einem neutralen Ort. Frau James, wie geht es Ihnen momentan? Geht mir gut. Sie sind von Islamisten bedroht worden. Was ist da passiert? Es gibt einen islamkritischen YouTube-Kanal, den ich mit einigen Freunden, viele von denen sind auch Konvertiten vom Islam zum Christentum, gegründet habe in Deutschland. Und der Muttersender ist in Arabien, heißt Al-Hayat. Und wir haben einfach Al-Hayat Deutschland dann gemacht. Und wir gehen in diesem Sender auf religionsspezifische Inhalte, also vor allem im Islam. Was sagt der Islam zur Stellung der Frau? Was ist Salafismus? Wie stehen wir zur Koranverteilung der Salafisten und so? Und unser Ziel war es, Menschen in Deutschland aufzuklären über den Islam, und zwar unzensiert, aber auch, und das war auch eines unserer Ziele, die Salafisten zu erreichen, weil das ist etwas, was nicht mal der Innenminister geschafft hat. Und wir haben dann gemerkt nach einer Zeit, dass tatsächlich dann, das konnten wir schon anhand der Kommentare ablesen, aus welchen Strömungen heraus die Leute sind, die uns da anschauen. Und da haben wir schon gesehen, okay, es antworten auch die Radikalen auf unsere Videos. Das Schlimme war natürlich die Beschimpfungen, die kamen, auch gegen meine Eltern, gegen meine Familie und so, dein Vater sollte erhängt werden und so, also richtig eklige Sachen. Ja, und dann irgendwann haben wir gemerkt, dass manche unserer Videos gesperrt wurden von YouTube. Und dann stand dann immer, aufgrund von Urheberrechten wurde dieses Video gesperrt. Und wir haben gedacht, naja, vielleicht haben die uns gemeldet wegen Islamophobie. Es war dann so, dass am 25.09. sich ein gewisser Christ First Copyrights sich an YouTube gewandt hat und gesagt hat, dass wir die Urheberrechte verletzen würden und er wäre eigentlich der Urheber dieser Videos. YouTube hat ja gesagt, wenn wir den Kanal behalten wollen, müssen wir es nachweisen, dass diese Videos uns gehören. Dafür bräuchten sie eine Adresse, und damit wir quasi nachweisen können in einer Erklärung, dass das wirklich unsere Videos sind. Wir haben sie gewarnt und haben gesagt, das ist für uns viel zu gefährlich, und ich stehe unter dem Opferschutzprogramm der Polizei selber ja auch seit vielen Jahren. Und YouTube hat nicht darauf reagiert, sie haben einfach unseren Kanal gesperrt, weil wir eben nicht die Adresse angegeben hatten. Und dann haben wir YouTube Daten von einem Kollegen geschickt, der in diesem Projekt ein bisschen involviert ist, aber er hat eigentlich nicht sehr viel damit zu tun. Er hat dann gesagt, okay, dann erhaltet ihr wenigstens euren Kanal wieder zurück, weil die Arbeit liegt uns sehr, sehr am Herzen. Und dann bekamen wir von Christ First Copyrights eine E-Mail auf Arabisch. Vielen Dank für deine Daten. Diese werden mit dem Foto von deinem Kanal auf den Seiten von Al-Qaida und auf den Seiten von den europäischen Dschihadisten gestellt. Und wir würden in dem Sender den Propheten Mohammed beleidigen. Und dann haben sie noch geschrieben, achte auf deinen Kopf und bewache dein Haus mit Polizeischutz. Ja. Das sind im Grunde zwei Skandale in einer Sache. Einmal, dass YouTube diese Daten weitergibt, sehr unsensibel, und sie damit in Todesgefahr bringt. Richtig. Das andere ist, dass sie ihre Meinung frei äußern, in einem freien Land, demokratischen Land wie Deutschland, und dafür mit dem Tode bedroht werden. Ja. Haben Sie denn wirklich den Propheten Mohammed beleidigt? Ich finde nicht, dass ich den Propheten Mohammed beleidige, sondern wir zitieren aus den Quellen des Islams. Also wir zitieren zum Beispiel aus der Hadith, wenn Prophet Mohammed eine Sechsjährige geheiratet hat, als er über 50 Jahre alt war, und dass er
als sie 9 Jahre alt war, mit ihr den Geschlechtsverkehr vollzogen hat. Und dann zitieren wir aus Sahih al-Bukhari. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, böser Prophet. Wir geben da keine Wertung ab in dem Sinne, sondern das Problem ist, die meisten Muslime haben diese Hadith gar nicht gelesen und denken dann, das ist eine ganz große Beleidigung des Islams. Ist es nicht. Natürlich, wir sind Konvertiten und es gibt auch einige Videos, wo ich eine Meinung abgebe über gewisse Sendungen, die gelaufen sind und so weiter und wo ich dann einfach so das Resümee dieser Sendung abgebe. Aber zum Großteil befassen wir uns schon mit islamischer Theologie und hinter diesem Projekt. Ich bin das Gesicht, aber da stehen ein paar andere Leute auch noch dahinter und das sind auch Leute, die sind Theologen und auch Islamwissenschaftler, die an Elite-Universitäten zum Teil unterrichten in Deutschland. Da stehen mehrere Leute dahinter und unser Ziel ist eine Aufklärung ohne Zensur. Aber selbst wenn Sie den Propheten beleidigt haben sollten, ist das Ihre freie persönliche Meinung, die Sie Richtig. Äußern dürfen. Ja. In Pakistan steht sowas und wird sowas mit dem Tode bestraft, Richtig. Leider. Ja. Aber wir leben hier in Deutschland, im Westen. Mhm. Warum reagieren denn einige Muslime Ihrer Meinung nach so empfindlich auf, auf solche Äußerungen oder auf Kritik am Islam? Ganz einfach. Sie haben nie gelernt, ihre Religion zu hinterfragen. Das ist verpönt. In Arabien gibt es den Spruch, wenn du Allah beleidigst, kann es dir vergeben werden. Wenn du den Propheten Mohammed beleidigst, kann es dir nicht vergeben werden, selbst wenn du um Vergebung bittest. Ja? Also, und das sehen wir ja gerade im Endeffekt auch bei ISIS, ja? wie die im Endeffekt zum Teil mit Leuten, die auch zum Islam konvertieren, die trotzdem köpfen. Ich denke, das ist, weil sie nie gelernt haben, die Religion zu hinterfragen. Sie kommen oftmals aus Ländern, wo die Todesstrafe steht für Menschen wie mich und ärgern sich, dass ich hier noch frei auftreten kann. Nun haben Sie auch in einem Beitrag im Deutschlandfunk gesagt, dass der Islam ein Privileg genießen würde. Mhm. Nämlich den Islam darf man nicht kritisieren. Jede Religion darf man kritisieren, nur nicht den Islam. Richtig. Weil die Muslime dann sehr empfindlich reagieren. Ja. Aber nun gibt es in Deutschland mittlerweile einige Islamkritiker, die hatten wir auch schon in der Sendung. Ja. Also dann scheint es doch nicht ganz zu stimmen, was Sie sagen. Diese Islamkritiker gibt es, aber schauen Sie sich doch die Debatte an. Diese Debatte ist mit ganz, ganz vielen Tabus belegt, ja. Hm. Und ich glaube, wie viele gibt es denn? Ich kenne Ahmed Abdel Samad und Najla Kelek. Es fällt mir sonst niemand ein. Und ich finde, das ist für ein Land wie Deutschland ziemlich wenig, wo wir fast über 4 Millionen Muslime haben. Also da denke ich, könnten wir uns schon, ich frage mich eher, warum es nicht mehr gibt. Es ist zu wenig. Was müsste sich ändern in der Debatte, Ihrer Meinung nach? Es müsste eine offene Debatte sein, wo man auch sagen darf, dass der Islam Teil des großen Problems ist. Und diese Debatte müsste viel, viel öfter geführt werden. Wir sind zu ängstlich als rassistisch oder als, also wir wollen einfach nicht rassistisch sein und als islamophob gelten. Und deswegen lassen wir sogar Menschenrechtsverletzungen im Namen des Islams zu. Das dulden wir. Aber ich denke, das ist noch viel rassistischer. Nun haben Sie aber auch sehr viele schlechte persönliche Erfahrungen gemacht. Sie waren die Muslimin, Sie sind konvertiert zum Christentum. Besteht nicht die Gefahr, dass Sie vielleicht selber etwas überreagieren, dass Sie das Kind mit dem Bade ausschütten, aufgrund Ihrer Erfahrung, dass Sie vielleicht auch ein bisschen zu extrem sind? Ich glaube, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich keine psychologischen Probleme habe und den Eindruck mache ich hoffentlich nicht. Ja? Das, was ich sage, belege ich mit islamischen Quellen und nicht mit meinen Emotionen. Und wenn es Leute gibt, die das widerlegen können, Sie sind herzlich eingeladen. Ich merke nur auf der anderen Seite, dass oft Frust entsteht, wenn ich sage, eben, warum ist Prophet Mohammed ein moralisches Vorbild, wenn er mit über 50 Jahren ein 6-jähriges Mädchen geheiratet hat, wenn er hunderte Juden hat köpfen lassen und so. Will ich so einen Propheten als Vorbild? Nein. Und das ist es nicht meine Überreaktion, das sind die Quellen des Islams und ich gebe sie wieder und ich mache die Menschen darauf aufmerksam. Und ich kann ganz viele andere Dinge machen, die viel leichter sind, wo ich ein bequemes Leben habe, wo ich keine Verfolgung habe. Aber ich stamme aus einem Land wie Pakistan, wo man keine Meinungsfreiheit hat, wo du als Frau unterdrückt wirst. Ein Land mit der höchsten Ehrenmordrate weltweit. Über 80% der Frauen haben häusliche Gewalt erlebt.
Aus diesem Land stamme ich. Und ich habe in Europa die Möglichkeit, über diese Dinge zu sprechen. Und ich schätze diese Freiheit und will nicht, dass diese Freiheit von Islamisten bedrängt wird. Sie haben auch in diesem Deutschlandfunkbeitrag gesagt, wenn ich sterben muss, dann werde ich halt sterben. Ich bin bereit, den Tod zu akzeptieren. Erstens einmal, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich bin jetzt nicht naiv und gehe dann jetzt also naiv mit meiner Sache um. Ich versuche mich zu schützen, weil ich liebe das Leben, aber ich hänge nicht daran. Erstens, weil ich glaube, dass mein Leben ein Ziel hat. Dieses Ziel ist Jesus Christus. Und ich glaube, dass es nicht das Ende des Lebens ist, was wir hier auf Erden haben, sondern eines Tages stehen wir vor dem richtigen Richter und da wird es nicht darauf ankommen, ob ich auch wirklich schön gelebt habe, sondern was ich aus meinem Leben gemacht habe und ob ich mir die Frage auch gestellt habe, was hat die Welt davon, dass es mich gibt? Ich will dienen. Und ich diene, indem ich den muslimischen Frauen helfe, die Opfer von Zwangsheirat sind. Und ich diene, glaube ich, auch dem deutschen Staat und der Demokratie, indem ich Dinge ausspreche, die sich andere nicht trauen. Jetzt hat, wir haben es am Anfang gesagt, der zweite Skandal ist, YouTube hat diese Daten weitergegeben. Hm. YouTube hat sich auch nicht weiter dazu geäußert. Hm. Sie haben jetzt damit zu leben. Hm. Sie werden jetzt für einige Zeit Europa verlassen, auf Anraten der Sicherheitsbehörden. Fühlen Sie sich denn eigentlich in Ihrer Situation überhaupt genug geschützt von den Behörden, von den Sicherheitsbehörden? Ich habe Leute, die sich beim LKA um mich kümmern. Sie können mir nicht 24 Stunden Schutz geben, das haben Sie mir gesagt. Ich muss selber auch zum Teil um meine Sicherheit sorgen. Und dieses Anraten, mal 6 Monate lang zu verschwinden, kam eben durch Leute, die ich auch privat organisiert habe und die mir geraten haben, dieses und jenes muss ich einhalten. Ich darf darüber nicht öffentlich sprechen, weil sonst ist es kein Schutz mehr. Aber ich finde, das ist nicht genug. Und es kommt natürlich oft die Ausrede, naja, das könnte sich ja der Staat nicht leisten, wie viele Leute müssten wir denn sonst schützen und so weiter. Aber der Staat kann auch helfen mit so vielen Integrationskursen und mit Islamunterricht und Islamkonferenzen gestalten und so weiter. Aber die Leute, die wirklich sich einsetzen, die integriert sind, für die hat er dann kein Geld. Das finde ich, muss ich sagen, traurig. Ich war neulich bei einer Veranstaltung, bei einem Vortrag in einer Moschee in Frankfurt. Da ging es um die Rolle von Jesus im Koran. Und der Vortrag wurde gehalten von einem Konvertiten, ein Deutscher, der vor vielen Jahren zum Islam übergetreten ist vom Christentum, und er sagte irgendwann an einer Stelle, ich als ehemaliger Christ. Und da durchzuckte mich der Gedanke, kann sowas auch jemand sagen, der vom Islam zum Christentum konvertiert ist? Ja, also ich meine, wenn du vom Christentum zum Islam konvertierst, wirst du bejubelt, du wirst in der großen Umma aufgenommen, toll, ja, wirst noch in Sendungen eingeladen. Aber wenn du vom Islam zum Christentum konvertierst und dann noch dazu zum Katholizismus, um Gottes Willen, dann hast du Todesdrohungen, die du bekommst und du kannst dich oft nicht mehr frei bewegen. Und das ist eben aber für mich auch der große Unterschied zwischen den beiden Religionen. Wenn du vom Christentum zum Islam konvertierst, hast du die Freiheit aufgegeben und dich in eine Religion begeben, die die Todesstrafe verlangt, wenn du sie wieder verlässt. Also ich finde, man muss nicht mehr ganz besinnend sein, wenn man das wirklich durchdacht hat. Ja? Weil wie kannst du die Freiheit aufgeben und dann Muslim werden, obwohl du weißt, dass dich vielleicht die Todesstrafe erwartet, wenn du jetzt in Pakistan wärst oder in einem anderen Land. Du lebst ja in einem Land, wo mit christlichen Werten, da kannst du es schön behaupten und so, aber wenn du nach Pakistan gehst oder Afghanistan gehst oder Katar oder was weiß ich, in diesen ganzen Ländern, und du willst das wieder verlassen aus irgendeinem Grund, das wird ein Problem werden. Frau James, ich danke vielmals für dieses spannende Interview und ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffentlich sehen wir Sie bald wieder in Deutschland. Dankeschön.